So, ich will mich nochmal schnell vor dem Video da melden. Und zwar zeigt euch das Video so ein bisschen auf, was ich esse, warum dass ich das so mache und warum dass ich momentan auf einem Minicut bin. Ich weiss aber, dass es Leute gibt, die das möglicherweise ein bisschen triggern. Darum, wenn ihr sonst schon Mühe habt mit Essen, wenn ihr merkt, dass euch das unter Druck setzt, dass es vielleicht auch nicht ganz normal ist, dann bitte ich euch, das Video nicht zu schauen, weil ich nicht will, dass, dass es euch triggert, dass ihr euch nachher schlecht fühlt. Und schaut doch einfach das nächste Video wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Golden Body Personal Training und das mal echt anders. Folgendermaßen, ich habe mich entschieden, einen Minicut zu machen, ein bisschen Gewicht zu reduzieren, weil ich am Strongman Run, stimmt nicht, Entschuldigung, bei Ninja Warrior mitmache und dort sind extremst viel Armsachen involviert, sehr viel Klettern, sehr viel Griffkraft. Und weil ich nicht so viel Zeit habe zum Trainieren, glaube ich, ist meine einzige Chance, zu mir 3 Wochen dort zu überleben, wenn ich ein bisschen Gewicht reduziere, dass ich nicht so viel Masse muss tragen. Jetzt, darum habe ich mich entschieden, ein bisschen Kalorien zu reduzieren. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, ich habe keinen blassen Schimmer, wie viel ich momentan esse. Darum gehe ich jetzt mal auf 1900 Kalorien, schaue, wie das Ganze startet, eben etwas passiert und nehme euch mit auf die Reise. Ich habe heute mit 61,0 Kilo angefangen. Ich werde euch noch ein Foto einblenden. Und habe jetzt hier mein Mittag. Ich habe heute Morgen Skier, Magerquark und Granola gehabt. Ich hatte auch keine Zwischenmahlzeit gehabt. Das liegt aber eigentlich eher daran, dass ich nicht so viel Zeit hatte. Und ich habe mir hier jetzt ein Essen gemacht mit viel Volumen. Also, ihr seht, es ist eine sehr grosse Portion. Mit Wildreis, Rüebli, Rande, Feta, Hanföl und Balsamico. Und ich werde euch die Makros gerade noch hier einblenden. Wenn das klappt, hoffentlich. Vielleicht noch schnell zur Erklärung. Ich habe euch letztes Mal einen Blogpost getan über Kalorien und was man damit anstellen kann. Darum, wenn ihr euren Kalorienbedarf ausrechnen wollt, dann macht doch das schnell. Ich würde euch... Es kommt eben mega darauf an, was ihr für ein Ziel habt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich will innerhalb von kürzester Zeit mega viel abnehmen, dann kann das ein rechter Schuss hinten raus sein. Aber geht mich ja nicht an, warum ihr das so machen wollt. Und wenn ihr damit leben könnt, dass ihr nachher vielleicht noch mehr wiegt wie vorher, dann... Ja, kann man halt einfach in ein ganz extremes Kaloriendefizit gehen. Für jemanden, der sagt, ich will langfristig abnehmen, ist es sicher von Vorteil, wenn man einfach einmal lernt, was ist gesund, was tut meinem Körper nicht gut, was braucht mein Körper für Nährstoff. Dass man sich wie mit der Thematik mal auseinandersetzt und dass man nachher quasi schaut, eben, was habe ich für einen Verbrauch, was sollte ich zu mir nehmen. Es gibt verschiedene Tage, man braucht auch nicht immer gleich viel oder gleich wenig. Und dass man sich mit dem auseinandersetzt. Ich muss jetzt sagen, ich probiere euch möglichst mitzunehmen und möglichst ins Detail zu gehen. Aber es ist halt schwierig, weil ich setze mich nie damit auseinander. Aber für mich ist, also bei mir selber nicht damit auseinander. Aber für mich ist halt vieles von dem einfach Routine, weil ich es den ganzen Tag mit meinen Kundinnen mache. Und darum hinterfragt gar nicht so viel. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt die unbedingt da unten, weil ja, möglicherweise vergesse ich ein paar Sachen zu erwähnen. Und wie gesagt, ich gehe in ein leichtes Defizit. Ich würde euch selber auch immer raten, so vielleicht um die 300 Kalorien pro Tag. Das merkt ihr auch nicht so fest. Und ich will ganz sicher keine Leistungseinbussen, darum gehe ich persönlich nie unter 1800. Also es müsste jetzt echt gerade irgendein ganz extremer Fall sein. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich nach meiner Magersucht eigentlich
keine Diät gemacht. Ich hatte einfach ein mega gestörtes Essverhalten natürlich. Aber ich habe nie in dem Sinn probiert, eine Diät zu machen. Und darum ja, ist es etwas, wo ich mich gar nicht gewöhnt bin, wo ich mich auch nicht damit beschäftige sonst. Und ich bin nach wie vor ein Fan von gesunder und ausgewogener Ernährung. Darum versteht mich da bitte nicht falsch. Das ist mehr so ein Projekt. Ich will sehen, ob es mir vielleicht ein bisschen etwas nützt. Und ja, darum mache ich das. Ihr könnt mir alle Fragen, die ihr diesbezüglich habt, unten hinschreiben. Vielleicht auch eben ganz genau im Menü, wenn ihr seht, über die Aufteilung, wenn ihr seht, wie ich das gestaltet habe. Und ja, dann freue ich mich, euch ein bisschen mitzunehmen auf den Weg. Ich habe eine Insta-Story gemacht und gefragt, wer alles Interesse hat. Und es haben unendlich viel Interesse. Und darum werde ich euch sicher ein bisschen mitnehmen. So, ich blende euch jetzt noch schnell ein, was ich an diesem Tag zum Morgen und zum Nacht hatte. Die Zwischenmahlzeiten sind zwar nicht drauf, aber einfach, dass ihr euch ein bisschen ein Bild machen könnt. Und jetzt möchte ich mich noch herzlich bedanken bei euch, dass ihr das Video geschaut habt. Das war mal ein erster Teil. Ich nehme euch sicher noch etwas mehr mit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder egal wie einfach oder wie banal das scheint, wenn euch irgendetwas wundernimmt, dann fragt gerne und dann nehme ich das ins nächste Video auf.